Mahlzeiten, herzlich willkommen bei der Whisky-Galerie. Mein Name ist Philipp und zu meiner Rechten der geschätzte Kollege Chris. Ja, für uns geht's heute back to the basics oder back to the roots mit dem Bowmore 15 Jahre, The Darkest. Ja. Wobei back to the roots an sich übertrieben wäre, weil das ist schon ja, ein Whisky der Mittelschicht, würde ich sagen, ne? Der gehobenen Mittelschicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben in letzter Zeit so viele neue Whiskys probiert, auch so viele, ja nicht viele, aber der ein oder andere extrem teure Whisky auch dabei. Und wenn man sich so umschaut, da vergisst man manchmal die guten alten Standards, die immer noch ein echt geiles Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und der steht seit mindestens anderthalb Jahren hier. Ja. Dieser Kollege hier, das ist, glaube ich, der Nachfolger von dem The Darkest. Mittlerweile haben sie den Beinamen nämlich weggelassen, ja, genau. Weil er ziemlich irreführend war. Hintergrund war einfach nur jener, der Whisky hat Farbstoff und dann Darkest drauf zu schreiben. Die Leute haben auch gesagt, wen wollt ihr verarschen? Ja, ja. Schade eigentlich. Nichtsdestotrotz, Bowmore, es ist die älteste Einerbrennerei, die es gibt. 1779 ist die erste schriftliche Erwähnung. Es ist aber so, dass die Brennerei schon 1766, das heißt die Brennerei, da wurden die Ländereien aufgekauft von David Simpson, das ist ein Kaufmann gewesen. Was zwischen 1766 und 79 passiert ist, weiß man nicht. Gibt es keine schriftlichen Erwähnungen drüber. Es wird nur auf der Homepage von Bowmore gesagt, fragt mal nach den Inselbewohnern. Da gibt es wohl immer so Fantasien und Legenden, was da wohl passiert ist. Ob da schon was gebrannt wurde, weiß man natürlich alles nicht. Ja, aber seit 2014 gehört Bowmore zum Konzern Beam Suntory. Ist eine Tochtergesellschaft vom japanischen Spirituosenkonzern Suntory. Und ja, was gibt es zu dem 15er denn zu sagen? Ja, der 15er, 15 Jahre alt natürlich, reifte 12 Jahre lang in Bourbonfässern und wurde dann 3 Jahre lang in Oloroso Sherryfässern nachgereift. Leider wurde, wie Chris schon erwähnt hat, mit Farbstoff, mit E150 nachgeholfen, weil wenn man das so anschaut, ist das eine klasse Farbe. Es ist ja dunkles Rubin, würde ich sagen. Ja, sie schreiben ja auch immer überall und drauf zur einheitlichen Farbgebung. Wir glauben an das Gute in Menschen und dass da jetzt nicht viel mit beigemischt ist. Ja, etwas nachgeholfen. Also bei einem dreijährigen Finch in Oloroso Sherryfässern. Da wird sie schon eine Farbe bemerkbar machen. Ich glaube es auch. Ja. Ich gehe mal auch ganz stark davon aus. Ja, wie gesagt, mit 43 Volumenprozenten Kühl gefiltert. Kühl gefiltert. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Ja, Bowmore ist ja generell dafür bekannt, dass sie eher so moderaten Rauch haben. Also sind jetzt nicht unbedingt die extremen Rauchbomben. Haben meistens immer maritim-salzigen Charakter und dann der entsprechende Fasseinfluss dabei. In der Regel sind es Oloroso-Sherryfässer bei Bowmore, die verwendet werden. Und diesen maritimen Einfluss, den merkst du, wenn du die Flasche aufmachst. Wir haben den anderthalb, eventuell sogar 2 Jahre im Regal stehen gehabt und du machst die Flasche auf und es kommt dir vor wie am ersten Tag. Also an der Intensität dieser maritimen Note, die du angesprochen hast, ist nichts verloren gegangen. Nee, der ist, wenn sogar, stärker geworden. Ja. Noch intensiver geworden. Ja. Ja, sofort. Ja. Lagerfeuer-Feeling. Ja. Also wir haben hier bei uns 30 Grad und abends Lagerfeuer an. Dann wäre das meine erste Wahl. Ja. So wunderbarer, eleganter, das ist weicher Rauch, aber kein deutlich spürbar. Ja. Ja, also ein kräftiger Rauch, aber nicht beißen. Nicht dieser beißende Rauch, der dir alles wegbrennt. Ja, dahinter eine leichte Sherry. Was ich da sofort mit bei habe, ist, das habe ich bei diesem 15er immer sofort dabei gehabt, ist dunkle Schokolade. Also wunderbarer Tropfen. Preislich liegt er bei 50 Euro zurzeit. Was haben wir damals gezahlt, weißt du das noch? Ich meine auch, auf um die vielleicht knapp drunter, 45. 50 Euro, ja. Da findet man den Whisky manchmal ein paar Euros drüber, aber in der Regel kriegt man ihn knapp 50 Euro. So, jetzt habe ich auch noch so, habe ich sehr häufig bei Oloroso auch dabei, dieses Studentenfutter, ein bisschen nussig, ein paar Trockenfrüchte sind dabei. Ja, wie gesagt, es ist wunderbar ausbalanciert, also die Harmonie zwischen Rauch
dem Fass, den Fasserfuss, merkt man leicht. Also den Sherry. Und dann diese dunkle Schokolade, die du angesprochen hast. Mhm. Jetzt kriegst du noch eine leichte Holznote auch noch mit dabei. Ja, also das sind auch genau die Aromen, die ich auch noch vor einem Jahr in diesem Whisky hatte. Also der hat nichts verloren. Überhaupt nicht. Also, wenn ihr mal Angst habt, der Whisky muss schnell leer werden, weil er vielleicht 2 Jahre nicht überlebt. Das schafft er. Da geht nichts verloren. Auch wenn jetzt hier, wie man schon sieht, da ist nicht mehr viel drin. Ja. Ich würde sagen, probieren wir. Cheers. Cheers. Eine Wucht. Der ist lecker. Der ist wirklich, wirklich geiles lecker. Teil. Ne? Also. Du sagst das sehr gerne, geiles Teil, ne? Ja, du sagst das wirklich sehr gerne. Also, was wir gerade schon am Anfang angesprochen haben, diesen Standards, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, direkt beim ersten Schluck, der weiß zu überzeugen. Also. Du hast sofort den Rauch, du hast ein leichtes Prickeln auf der Zunge, eine leichte Würze, einen Sherry-Einfluss und dann ganz hinten raus, im Abgang stärker, kommen dann diese bitteren Töne nochmal durch, Holz und dann wird er immer schokoladiger. Wie ist das bei dir? Ist das viel getrunken? Also der Abgang ist lang, wärmend, kräftig würde ich sagen. Mhm. Auch ein spürbarer Rauch zu vernehmen. Aber dieses, also was heißt Rauch, diese maritime Salznoten. Das ist, finde ich, immer noch was ganz anderes zum normalen Rauch. Mhm. Das ist viel eleganter, ausgewogener. Und dann kommt bei mir am Ende auch jetzt so leichte Bitternoten. Ob es, weiß ich nicht, so eine leichte Zitruszeste ist oder. Ja, ich hatte gerade sogar einen leichten Anflug von Vanille. Was ich jetzt noch dabei hatte, ist so salziges Karamell. Hatte ich jetzt noch dabei. So leicht angebranntes salziges Karamell. Mhm. Du hast mich nochmal auf diese maritimen Noten angesprochen, deshalb sind wir jetzt gar nicht mehr drauf eingegangen. Aber die hatten wir ja schon vorher gesagt, bevor wir den Whisky überhaupt verkostet hatten. Aber wir haben den Whisky schon so oft probiert. Also die maritimen Noten sind hier im Nosing wie auch im Geschmack deutlich spürbar. Dieses Salzige, das ist da. Ich glaube, da gibt es auch nichts weiter dazu zu sagen. Das ist ein wunderbar ausbalancierter Whisky. Der ist für Insel-Whisky-Liebhaber genau das Richtige. Mhm. Also, könnte ich nur empfehlen. Klasse, echt. Also, überzeugt mich auch nach 2 Jahren immer noch. Ja. Ich lasse dir mal den Vortritt heute. Okay. Aber wie gesagt, tolle Aromenvielfalt, die er mitbringt. Preis-Leistungs-Verhältnis bestimmt hier 50 Euro, also ihr bekommt was fürs Geld. Jetzt so die wirklichen Highlights setzt dieser Whisky jetzt, aber würde ich sagen, nicht. Es ist ein durchweg harmonischer Whisky, wie gesagt, mit leckeren Aromen, mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, wo ich sage, sehr, sehr gute 4 Sterne. Aber so, dass ich sagen würde, 4,5? Da ist er nicht ganz. 4 Sterne. Ja, ich muss einen halben Stern mehr geben. Ja. Mich hat er dann also auch nach 2 Jahren immer noch vom Hocker gehauen. Das, was Chris sagte, also unter den Rauchigen, die wir probiert haben, also meiner Meinung nach einer der besten. Ja, sehe ich ganz genau.
Das ist noch nicht mal ein Einsteiger-Whisky. Das ist ja in meinen Augen für 50 Euro, 15 Jahre, ist das schon gehobene Mittelklasse. Man bekommt wirklich was geboten. Das, was Chris sagte, das stimmt. Diese Highlights, wie zum Beispiel letzte Woche in dem Video. Ja, das war... Das kann man erstens nicht vergleichen, aber... die Highlights, der ist super, der ist wirklich klasse, der Whisky. Preis-leistungstechnisch optimal, auch gerade für Studenten, wenn man mal 50 locker hat, die würde ich dafür auf jeden Fall latzen. Auch die Aromen, die er mitbringt, das Zusammenspiel von dieser maritimen Note mit dem wunderbaren Schokoladengeschmack und ich gebe 4,5 Sterne. Und ja, das... Ja. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Also probiert ihn selber. Ja. Ist eine Erfahrung wert. Auch für die Leute, die an sich nicht wirklich so an diese Insel-Whiskys rantrauen. Ich weiß noch damals, wir hatten ja den Lafroy Tenme probiert und der hat uns lange Zeit für rauchige Whiskys verdorben und der Kollege hat uns zurückgeholt auf die Insel. Deswegen. Also denen sind wir einiges dankbar. Ja. Ja, wie gesagt, momentan ist es ja immer so der große Run auf die neueste und gehypteste Abfüllung. Aber Leute, hier die Standards. Ja. Die sind immer noch geil. Deswegen würde sagen, damit verabschieden wir uns ins Wochenende. Genau. Wir wünschen euch auch ein schönes Wochenende. Genießt einen Jam für uns mit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.